Für Glück. Ja, schade. So, okay, schauen wir mal rein. Credits. Revolver-Munition und Creditos. Laymacht haben wir uns nicht. So, wir haben hier oben keinen Drucker, ne? Der ist einfach so schön vorgeprescht. Nö, gibt's hier nicht. Gut, na denn. Weiter runter. Ja, trau dich. So. Also sieht schon alles wirklich ziemlich krass nach Schwermetall hier drin aus. Haben sie wirklich cool gemacht. Okay, hier ist... Ja, okay, alles klar. Gut, na dann Habitat. So. Ich meine, schaut es euch an. Also die Grafik ist schon geil. Die haben sie fett gemacht. Haben sie fett gemacht. So, mal schön gucken, nicht, dass hier wieder so ein Gnitschkopf ist irgendwie, der uns hier fängt. Müllsäcke? Ja, nicht so Müllsäcke. Oh, da ist ein Drucker. Da ist ein Drucker. Dass man sich mal so freuen würde, einen Drucker zu sehen im Spiel. Das ist großartig. Einfach großartig. So, okay. Spritzkin. Haben wir nochmal Gesundheitsinjektor. Oh. So, na dann ran an Drucker. UJC Druck zu Ihren Diensten. Ja, schön, schön, schön. So, wir wollen erstmal verkaufen. Und zwar den Entschlüsseler. Für 500, wunderbar. GPR-Akkusatz. Ja, Zähne. Zähne ist nicht viel. Für Zähne behalten wir lieber. Für Zähne behalten wir lieber. So, können wir irgendwas kaufen? Nee, sicherlich nicht. Nee, viel zu weit noch weg. So, was haben wir denn da? Erhöht den Schaden durch Überladen von Energieregulatoren. 900. Fehlt uns ein bisschen was. Auch schade. Das ist Schild beim Blocken und hier leichte Legierungshülle mit Schwunggeschwindigkeit durch Reduktion. Erhöht, verlängert die Dauer. Die maximale Energiekapazität. Aufladerate durch Kühlkörper. Schleuderkraft durch Entfernung von Sicherung. Zeigt mir erstmal alles nicht an. Ich spare erstmal. Ich spare erstmal. Sagte er und sah wahrscheinlich nur noch einen Drucker in diesem Spiel. Scheiße. Egal. Weiter geht's. So, runter mit euch. Ich hoffe, wir haben nicht wieder einen Absturz wie letztes Mal. So, wir müssen irgendwie zu dieser Habitatskugel rüber. Keine Ahnung wie. Das sah auf jeden Fall noch einen ziemlich langen Weg aus. So, wir sind in der Wasserverarbeitung. So wie es sich an der Wand liest. Ist auch wichtig, dass man das immer irgendwo an der Wand schreibt. Gerade hier in der Ecke. Oh, was ist mit? Was liegt denn da? Was gibt denn da Schönes rum? Kann ich den grabbeln? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich hochklettern? 21A, endlich zur Müllentsorgung versetzt worden. Echt scheiße hier. Gerüchten nach soll es hier angeblich einen Weg nach draußen geben. Ein Hauptrohr aus Tank 6 führt direkt zur Kuppel. Das rote Rohr da ist damit verbunden. Das muss ich nur zurückverfolgen. Ah, okay. Was ist hiermit? Können wir reinschauen? Ah, oh, okay, cool. Alles klar, na dann.
schon cool. Schön, makellose Energieumwandler. Hm? So, kann man sonst noch irgendwo... Oh, warte mal, da können wir hoch. Da können wir noch hoch. Nein, nicht da hoch. So, greif ihn nochmal. So. Und hingestellt. Und hier war noch eine Kiste. So, bitte rein. Schauen und hoffentlich ist nicht wieder so ein Vieh drin. Gut. Schön. Schön. Alle voll. Alle voll, Alter? Was ist los? Was ist denn los, jo? Echt jetzt? Mwaaach, ey. Echt jetzt? Nutzen. Ach, das ist doch Käse. Der Energieumwandler, der zeigt mich ein bisschen an. Den würde ich gerne haben. Den würde ich gerne haben. Ja, na dann hol den Akku raus. Was soll's? So, das Problem ist, dass ich jetzt wieder voll bin. Deshalb flitze ich schnell hoch. Ich verkauf den Scheiß schnell irgendwie. Sorry für die Kletterer jetzt. Aber ansonsten habe ich tatsächlich gleich wieder sehr schnelle Probleme mit Sachen aufnehmen. So. Ich sage heute sehr viel so. Das wird anscheinend benutzt, um das Level neu zu laden. Genau wie die Schächte. So. Schon wieder. Schnell die Treppe hoch. Gott sei Dank habe ich kein Problem mit Ausdauer. Er schwitzt halt nur sehr viel. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Einen United Tag. Den wünsche ich uns allen. Einen United Tag. So, 1200. Für 1200. Bald kann ich mir tatsächlich die Boomkugeln kaufen. Mit Altfeuer ein Alternativ. Nee, warte mal, Quatsch. Ist ja Blödsinn. Die Patronen explodieren. Oh, mit einer Verzögerung. Ach, das wird schön. Das wird schön. Ich spare. Oh, hoppala. So, tut mir leid für den kleinen Umweg. Aber es geht nicht anders. So, schnell runter mit uns. Der Weg in dieses Habitat irgendwie kommt mir tatsächlich über dieses Fenster, was wir da oben halt, oder durch den Ausblick, den wir da hatten, echt weit vor und echt lang. Also, ich bin gespannt, wie lange wir brauchen. Wir werden jetzt erstmal dem roten Rohr unten folgen. Und, quasi dem, ja, was war's? Ein Hologramm. Von Elias. Der uns also quasi zeigt, wie er hier rauskommen wollte. Die Tür sieht auf jeden Fall so aus, dass man da nicht durchkommt. Ist hier irgendwo oben? Okay. Nee. So, Freunde, wie komme ich denn da jetzt hin? Da irgendwie hoch. Also, da liegen jetzt noch die Batterien. Die können wir tatsächlich erstmal wiederholen. Mal gucken, ob es da oben weitergeht. Warte her. Und eigentlich sagt den Chat. Nach oben komme ich nicht weiter durch. Hier komme ich auch nicht weiter durch. Okay. Ist einfach runtergeglibbert. Haben wir ein Panel, was wir bedienen können, aber das Ding ist auch komplett im Arsch. Wo geht es denn weiter? Jetzt da hinten. Ist hier irgendwo ein Schacht oder irgendwas? Was übersehe ich? Ist der Schacht, ist klar. So, okay.
Dann rein. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich cool. Es ist halt, wenn er jetzt um die Ecke geht, haben sie es schon ziemlich dynamisch gemacht. Finde ich cool. Okay. Irgendeiner stänkert. Irgendeiner stänkert. So, hier sind die Ruhe. Oh, nicht doch, Alter. Oh, nicht doch. Dann vielleicht nicht mehr kriechen. Ist das abartig. Oh, okay. Nachgetreten, wunderbar, schön, damit es schön spritzt. Schön. Ist das auch. So, hier vorne haben wir ein schönes, leuchtendes, grünes Rädchen. Das werden wir mal drehen. Mal gucken, was passiert. Ich habe okay. Ich muss aufhängen. Alter, wir sind voll mit Scheiße. Oh nein, ey. Voll mit Pipi und Kaka. Wunderbar. Also ich glaube, schlimmer kann es von der Location ja nicht mehr werden. Wer denn? Wo denn? Wer braucht Hilfe? Wen kann ich denn hier... Du bist voll in der Scheiße, Mann. Wow, okay. Monos, wie fies ist das denn? War der jetzt unsichtbar? Ach du Schande, ey. So, rote Droid hier weiter. Wo muss er hin? Ich habe gerade irgendwas knurren, gurgeln hören. Wird gut bewacht. Ich muss mich beeilen. Bin immer als das Rohr. Es führt zu Tank 6, ja. Aber ich sehe keinen Zugang. Ich muss da reinkommen. Ja, wahrscheinlich hier. Klärbereich BH207. Das ist einfach der Place to be hier. Hier wollen wir alle hin. So, was? Mein Digga. Shawam. 28 Credits sind die meinen. So, war hier noch irgendwas? Nee. Geht noch eine Leiter hoch. Da ist er nach oben. Mann. Sollte ich jetzt hier lang oder in den Tunnel? Was ist denn jetzt der richtige Weg? Wo muss ich hin? Ja, deswegen bin ich jetzt hier hoch. Was ist das denn? Wieso bin ich jetzt hier hochgeklettert? Warum? Ach ja. Hier gibt es noch ein bisschen was zum Einsammeln. Revolver, Munition. Credits. Das war jetzt das Ding. Okay. Dieser Helm. Der war es wert. Nicht. Kann ich das Ding wegbewegen? Nö. Was gibt's hier? Also klar. Also gut, wir müssen definitiv durch den... Nein.
Wir müssen definitiv durch den Tunnel durch. Es wirkt ja jetzt nur gerade tatsächlich so, als wenn man oben irgendwie auch lang kann. Irgendwie. Und vielleicht wertet jetzt hier nur eine kleine Sackgasse gewesen mit einer kleinen Hand am Ende so für Loot. Einfach komisch. Einfach komisch. Irgendjemand hat hier Körperteile verloren. Ziemlich viele Körperteile. Scheiße, ist das hier eine Höhle von diesem unsichtbaren Vieh? Der Bau? Sieht so ein bisschen aus. Wo? Na? Wer weiß, vielleicht ist da auch so ein ekliges Vieh drin. So ein Kopf. So. Da hinten war er. Hat sich verpisst. Eine Sicherung. Ey, kann ich jetzt auch nicht alle wegknallen hier irgendwie. Da geht ja komplett meine Moon drauf. So. Na gut, okay. Was war... Oh, fuck you. Oh, scheiße. Alter, mal fett durch die Lüftungsschacht sich verpisst. Okay, wie finde ich den? So, ja, die sind immer sehr lukrativ, muss ich sagen. Ach hey, okay, hier gibt's nochmal was zum Rausschnippeln. Nochmal ein Implantat. Bruno Veranos. Vorenos, meine ich. Oh, noch eine Sicherung. Dieser Scheiß-Tabelle. Das sieht mir ziemlich groß aus, den mag ich noch platt. So, die kommt hier noch rein. Das Werdelicht. Okay, da vorne ist der Zugang. Kann man sonst noch irgendwas mitnehmen? Ne? Ah, sieht nicht so aus. Und weiter geht's. Muss dem roten Rohr folgen. So ein bisschen stumpf. Muss dem roten Rohr folgen. Warte mal, das schaut. Okay, das da oben können wir aufkloppen. Das wäre ein Weg. Und hier noch ein Weg runter. Ins Wasser. Ich würde mal kurz hier erstmal angehen. Weil hier ist kein rotes Rohr. Das heißt also, wahrscheinlich könnten wir hier irgendwas anderes noch finden. Mal sehen, vielleicht irgendwie ein bisschen Cash oder so. Cash ist immer gut. Ich frage mich tatsächlich, wie die Explosivgeschosse nachher abgehen. Die zeitverzögert kommen, würde keinen Spaß machen. Anders kann man das hier glaube ich gar nicht sehen, diese Metzelorgie. Vorrat. Okay. Schmeckt wie bei Muttern. Ganz egal, von welchem Mond du kommst.
Ist das eine Kantine hier oder was? Ach, shit, ey. UJC-Rationen? Nein, danke. Gönn dir noch heute einen Power-Snack. Okay. Was ist denn eine Dipmatte? Interessiert ihn nur nicht. Schade. Oh, eine Kiste. Ah, bitte keine Larve. Sehr schön. 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 Seid einfach... Ah. Das ist noch eine Batterie, ne? Das ist noch eine Batterie. Gut. Holen wir sie uns. Den guten Akkusatz. Aber auch ein bisschen unverhältnismäßig vom Umweg her. So, was haben wir hier noch? Ah, noch ein bisschen Leben, so ein bisschen Gel. Oh, okay, alles klar. Haben wir noch ein bisschen was? So, werden wir nachladen. Sehr schön. Wo kommen wir denn hier raus? Aha, verstehe. Alles klar. Aber da ich leider ein kleiner Orientierungshumpel bin, ist mir sofort aufgefallen. Gut, Leiter runter. Und dann mal Daumen drücken hier. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, wahrscheinlich das unsichtbare Vieh oder etwas, was unter Wasser ist. Redet nicht geil. Ey, kann ich immer diese... Oh, mal, der ist ziemlich groß. Aber kann jetzt nicht alle von den Dingern zerballern, ey. Lass es drauf ankommen. Wenn es in der Fall ist, lass sie uns auslösen. So. Oh, nicht doch, Alter. So. Nein. Eine kleine Pimpel-Popper-Party hier. Ach du Schande. Das ist echt eklig. Das ist wirklich eklig. Okay, Larve. So. Mach kaputt, was dich kaputt macht. So, ein bisschen Munition. Und dann... Boah, pfui, Alter. Ich will einfach sagen, wir mal raus. Wir gehen einfach raus. Gegner-Design ist schon wirklich toll gemacht. Muss man sagen. Bis jetzt ein bisschen monoton, finde ich, aber toll gemacht. So, okay. Hier nochmal schnell am Rädchen gedreht. Und das macht die Luke auf oder den Dampf aus. Beides. Cool. Ein Kombirad. Wie schön. Ja, hier ist eine Scheiße passiert. Ah ja, L6, B4, J7. Klar, natürlich. Ist verschlossen. Dann hinein mit uns. Also dafür, dass hier so dermaßen viele Kanäle sind und Lüftungsschächte, durch die wir klettern müssen und Treppen, die wir besteigen müssen, muss der echt krass viel nachladen. Weil dafür sind die Dinger ja da, ne? Irgendwie. Für Level-Loading. No. Okay, denn... Hier mal ein Rad. Oh, nochmal ein Drucker. Schön. Drucker, da freut mich. Ist doch gut. So, haben wir noch irgendetwas, was wir hier mitnehmen können?
Oh ja, hier ist Pachifiang. Was ist? Ich verstehe das nicht irgendwie. Warum sieht denn das so seltsam innen aus? Die Hand. Wie so eine Kasserolle. Na egal, komm. Ich wünsche Ihnen einen United Tag. United Tag, dir auch, mein Bester. So, den verkaufen wir. Ah, 1,5. Oh, Mann. So machen wir das. So, wir kommen den Explosivschüssen immer näher. Okay, schnell ein Rad hier dreht. Wie geht's? So schön springen, diese widerlichen Viecher. Okay, sie explodieren aber auch tatsächlich bei Kontakt. Ach, widerliche Zeug, Alter. Einfach nur widerlich. Ah. So. Okay, er hat fertig gedreht. Aber was hat er jetzt gemacht? Was hat er jetzt gebracht gerade? Ja, so doch nicht. Genau. Okay, wahrscheinlich ist hier drüben irgendwas aufgegangen. Heißt also, in dem Bereich, wo alles unter Wasser steht, kommen wir vielleicht da ran. So der Plan. Schauen wir nochmal. Okay, da ist ein Rohr aufgegangen. Ist denn das? Ich hoffe, die hocken. So, und wir folgen weiter dem roten Rehl. Alter, wenn wir jetzt so weiter jetzt über diese um die Ecke rum Schachtkletterei, irgendwie komme ich nie in diese Habitatskugel an. Okay, wir finden mal schon wieder den nächsten Gesundheitsinjektor. Und jetzt sieht's auch los. Bada bum, bada bam. Niemand greift mich ungestraft von hinten an. Was ist das denn? Ist das die Saunalandschaft da draußen? Ist das ein Bart? Da ist ein Kumpel. So, dann komm. Nein, hau ab. Das kannst du mal gleich vergessen. Ist er schon tot? Ah, der andere hat sich auch schon schlafen gelegt. Ekelhaft. Einfach nur eklig. 5 Credits. Dass der sich nicht schämt. So, dann nehmen wir da erstmal nochmal schnell. Gesundheitsinjektor. Injektor, ist auch noch geil. Ein Health Injector. So, dann haben wir hier noch ein paar Credits hier im Fleischsalat. Schön. Ist noch ein Wort?